Warum besitzt die Bibliothek des Bistums Mainz Reiseberichte, Handschriften und Grafiken? Dr. Helmut Hinkel, Leiter der Martinusbibliothek, erklärt den Ursprung der Büchersammlung. Die Bibliothek ist entstanden vor genau 355 Jahren als Bibliothek des Priesterseminars, das damals nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges neu gegründet werden musste. Und eine solche Bibliothek umfasste alle Wissensgebiete der Zeit. Ein Seminar musste auch autark sein, so sind auch Kochbücher da oder Bücher über Medizin und so weiter. Unser ältestes Buch stammt aus dem 9. Jahrhundert. Dieses hier ist aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts um 1430 geschrieben. Das ist also eine Handschrift. Es ist ein Gebetbuch für eine gebildete und fromme Frau. Wertvolle Handschriften, in Gold und Purpur geschrieben, werden hier für die Nachwelt erhalten. Warum leistet sich das Bistum Mainz einen derart kostbaren Schatz? Da müssen Sie eigentlich den Bischof fragen, aber die Antwort ist klar. Eine Kirche braucht eine Bibliothek. Sie hat ja ihr Erbe, das ihr ja anvertraut ist. Deshalb bewahren wir das, sonst würden wir ja unsere eigene Identität kappen. Die Kirche besteht ja aus Schrift und Tradition und wir verwahren sowohl die Schrift wie auch die Tradition. Deshalb besitzt das Bistum Mainz ca. 270 Handschriften, 1000 Inkunabeln, ungefähr 300 Fragmente und ca. 500 Grafiken. Insgesamt 300.000 Bände. Hintereinander gelegt macht das 10 Kilometer Regallänge. Aber nicht nur die Bücher müssen bewahrt werden, auch das Gebäude und die Infrastruktur. Die Renovierung der Bibliothek war dringend nötig, erklärt Bibliothekarin Martina Pauli. Das Gebäude hier ist schon sehr alt und damit auch die Elektrik. Und wir wollten vermeiden, dass uns wie bei der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar das Dach über dem Kopf abbrennt. Zweitens mussten wir abends immer die Hauptwasserhähne abdrehen, damit über Nacht oder übers Wochenende nichts passiert, sodass auch bei den Wasserinstallationen erheblicher Handlungsbedarf war. Außerdem wurden energiesparende Fenster und Leuchten eingebaut, die Elektrik erneuert und flächendeckendes WLAN installiert. Die Bibliothek ist damit für die Zukunft gerüstet. Den Abschluss der Renovierung feiert die Martinusbibliothek mit einer Ausstellung zum Heiligen Martin und mit einem Tag der offenen Tür, inklusive kurzem Einblick in das wertvolle Magazin. Das müssen Sie sehen.